letzten 10 Jahren so alles passiert ist, das wisst ihr wahrscheinlich nicht so genau. Denn vor 10 Jahren waren viele von euch noch ganz klein oder noch nicht einmal geboren. Und deswegen spazieren wir jetzt gemeinsam durch 10 Jahre Kika. Einige Sendungen werdet ihr schon kennen, andere wahrscheinlich schon nicht mehr. Es wird auf jeden Fall spannend. Und los geht's im Jahr 1997. So hat's damals angefangen, vor 10 Jahren, 1997. Mit einer riesen Geburtstagstorte feiern wir die Geburt des Kika. Singa und ich sind ganze 10 Jahre jünger. Schaut mal, wie wir damals aussahen. Im Geburtsjahr des Kika kam noch jemand zur Welt, den ihr natürlich alle kennt. Na, wer mag dieser Sack wohl sein? Knubbelnase, breiter Mund, schwarze Augen, kugelrund. Da fällt uns nur einer ein. Auch Relax, das Trendmagazin, ist 10 Jahre alt. Damals mit einem ganz anderen Moderator. Und der hieß Carsten. Also, Relax. Da haben wir schon. Relax. Entspannen. Lockern. Den Stuhlgang fördern? Nee, das ist was anderes. Da gab's außer Carsten, Singer und mir noch ganz andere Moderatoren. Zum Beispiel Franziska. Im gleichen Jahr startet die beliebte Serie Schloss Einstein. Damals mit ganz anderen Darstellern als heute. Inzwischen ist Schloss Einstein ein echter Dauerbrenner mit fast 500 Folgen. Hier seht ihr einen Ausschnitt aus der allerersten. Ich tippe mal, sie heult nicht. Sie heult. Na, und die da kennt ihr ja wohl. Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, Dipsy, Lala, Lala, Ho, Ho, Teletubbies, Teletubbies, sagen Hallo. Ah-oh. 8 Jahre sind sie schon alt, die Teletubbies. Inzwischen sind sie richtige Stars geworden. Sehr beliebt bei den Kleinsten und immer noch zu sehen. 1999 wurde eine weitere Sendung geboren. Und auch die kennt ihr noch heute. Hallihallo, herzlich willkommen zur Trickbox. Für die Kika-Trickbox bekomme ich oft den Auftrag, die Geheimnisse der Filmemacher auszukundschaften und euch darüber in der Trickbox zu berichten. Es ist schon spannend, etwas über die Tricks bei Film und Fernsehen zu erfahren. Wobei manchmal ist es auch nicht ganz ungefährlich. Also wenn ich mich an die Folge über Stuntmen erinnere, habe ich heute noch weiche Knie. Von 6 Metern musste ich einen Stuntsprung machen. Ich hatte echt Bammel, trotz des Sprungkissens. Im Jahr 2000, das ist jetzt 7 Jahre her, ist der Kika umgezogen. Und zwar aufs Erfurter EGA-Gelände, wo er jetzt immer noch ist. Den Umzug haben wir natürlich gefeiert. Mit euch und der riesengroßen Umzugsshow. Ihr Lieben, ich habe es geahnt. Ich wollte jetzt eigentlich mit Juri hier moderieren. Aber Juri ist noch nicht da. Wollen wir ihn mal rufen? Ja, Carsten, ich höre euch. Aber ich habe dummerweise noch was vergessen. Also hier im neuen Kika-Studio muss sie irgendwo sein. Alles klar, Carsten, ich komme. Juri! Ich habe das Wichtigste für des Tages mitgebracht. Ah ja, Getränk, Partygetränk. So nicht zum Trinken, wer trinkt denn schon Sekt, Carsten? Wieso das? Das ist zum Taufen des neuen Studios, verstehst du? Ah ja. Wie so eine Schiffstaufe, da wird das so dran geknallt und dann ist das Studio eröffnet. Gut.
Vom neuen Studio aus werden neue Sendungen zu euch nach Hause geschickt, wie zum Beispiel Graslöwen-TV. In dieser Sendung fühlen sich die Kinder für die Natur verantwortlich. Hast du auch den Beton mit drauf? Ja, klar. Frau Wichtig und Frau Streberkuh. Ach, beachte sie gar nicht. Könnt ihr nicht mal kurz weggehen? So weit kommt's noch. Was wollt ihr eigentlich? Wieder ein bisschen streben für ein Referat? Das wird eine Bewerbung. Wow, das Gesicht des Jahres? Das ist fürs Fernsehen. Es geht um Umwelt. Die Welt braucht Hydronauten, die sich kümmern um den Ozean, die Fische. Auch die Hydronauten sind Naturschützer. Hier geht's allerdings um die Pflanzen und Tiere der Meere. Unsere Reise führt uns durch den Nordatlantik. Der blaue Planet macht seinem Namen alle Ehre. Seit Tagen haben wir nichts als Wasser gesehen. Weit und breit keine Spur von Land. 2001. Vor 6 Jahren beginnt die erfolgreiche Live-Sendung. Hallo! Herzlich willkommen! Bei Kikania, der niegelnagelneuen Nachmittagsshow in eurem Kika. Glaub an dich. Ja. Bei Kikania wird gesungen, getanzt, gespielt und getalkt. Natürlich mit euch als Publikum. Glaub an dich. Ja. Glaub an dich. Glaub an dich. Nutze deine Chance. Ja, du gehörst dazu. Ja, du gehörst dazu. Ja, ja, du gehörst dazu. Im gleichen Jahr erobert eine Kultserie den Kika. The Tribe, eine Welt ohne Erwachsene. Sie kommt aus Neuseeland und gewinnt viele Kika-Fans. Willkommen in Liberty. Fangen wir gleich an. Wir haben nicht viel Zeit. Ja, das war die erste Hälfte unserer Tour durch 10 Jahre Kika. Die ersten 5 Jahre hatten wirklich einiges zu bieten. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an eine Live-Sendung, in der mir doch tatsächlich ein Hängebauchschwein auf die Schuhe gepinkelt hat. War natürlich ein absoluter Lacher. Im Kika kann eben alles passieren. Aber jetzt schauen wir uns die nächsten 5 Jahre an. Und auch die haben einiges zu bieten. Am Ende natürlich die große 10-Jahres-Kika-Geburtstagsshow. Ich wünsche euch noch viel Spaß und viele, viele tolle Jahre mit dem Kika. Fünf Jahre ist es her. Da flogen Außerirdische vom Planeten Bongo durchs All und nahmen Kurs auf die Erde, um ins Fernsehen zu kommen. Ein Planet? Ist das die Erde, Captain Mosch? Ja, Siri, das ist die Erde. Was mag das sein, Captain? Ein Tempel mit Käseglocke? Im Berliner Bundestag wird den Bongo-Bewohnern erklärt, wie Politik funktioniert. So schlecht habt ihr euren Landeplatz gar nicht ausgesucht. Hier ist der Deutsche Bundestag, ein Parlament. Hier wird Politik gemacht. Ach. Noch andere seltsame Gestalten kommen 2002, nämlich Chili, Briegel und Bernd das Brot. Was tut man nicht alles, um nicht zu explodieren? Leg los, Bernd! Ja, ja. 1, 2, 3. Ich bin Bernd das Brot. Testkandidat immer im Boot. Ich halte immerhin für Chilis und Briegels Unsinn. Die gucken mich so an. Seit 5 Jahren bringen euch die 3 zum Lachen. Meinen die wirklich mich? Mist, hoffentlich nicht. Was geht ab? Diese Freude. Seit 2002 könnt ihr auch Kindergeschichten aus aller Welt verfolgen. Mit der Doku-Serie Fortsetzung folgt. Hier ist es Temé, der Reiterheld aus Tibet. Ab 2003 wird der Kika länger und sendet, wie ihr es kennt, täglich 15 Stunden lang. Ein Magazin, wo man so richtig was lernen kann. Über Physik, Natur, Wissenschaft und das Leben ist die Welt in der Wanne. Und warum werde ich plötzlich so klein? Und
mein Auge so riesig? Frag dich mal, wie der andere ist. Warum du? Gimme 5, eine Mitmachaktion, wirbt im gleichen Jahr für Freundschaft und Toleranz. Gimme 5! Hand in Hand fühlst du dich nie mehr fremd. Nie mehr fühlst du dich allein. Gimme 5! Ein Finale gibt es bei der großen Gimme 5 Party auf dem Erfurter Domplatz. Gimme 2004 kommen die Tanzalarm-Kids zum Kika. Seit 3 Jahren versuchen sie nun schon, Erwachsenen das Tanzen beizubringen. Tanzalarm! Seid ihr bereit für den Überfall? Ja! Komm, lass uns tanzen! Komm, lass uns tanzen! Komm, lass uns tanzen! Im gleichen Jahr startet das Quiz Wir testen die Besten. Wir starten mit den Qualifikationsrunden und die Besten, die werden es bis in unsere großen Finalrunden schaffen. Eine spannende Sendung, wo Schüler ihr Wissen überprüfen können. Also die Sendung ist gleich zu Ende. Läufer? Adam und Eva! Wer das meiste weiß, der hat den Preis. Die Welt aufs Mal gesehen. 2004 kommen Tanja und Lukas zu euch mit Kika Live. Diese beliebte Sendung ist nun 3 Jahre alt und natürlich könnt ihr sie auch heute noch sehen. Spannende Unterhaltung gibt es ab 2005 bei krimi.de. Zum Beispiel ein Junge in den Klauen einer Mädchengang. Pisst sich ja gleich in die Hose. Solche Probleme und auch andere kann man im Kummerkasten besprechen, den es auch schon seit 2 Jahren gibt. Warst du eigentlich schon mal eifersüchtig? Ja, natürlich, das war doch jeder schon mal. Warum? Weil ein Freund von mir mit einem anderen Mädchen gegangen ist, das ich sehr toll fand. Glaub an dich. Ich wollte es übrigens lange nicht glauben, aber es ist statistisch bewiesen. Mädchen und Frauen sind wahre Spezialisten für Eifersucht. Denn irgendwie sind Frauen viel öfter eifersüchtiger als Männer. Und natürlich die Mitmachmühle. Auch die gibt's seit 2005. Herzlich willkommen in unserer Mitmachmühle, wollte ich gerne sagen. Und dass wir hier gemeinsam mit euch malen, basteln und spielen wollen. Naja, aber ich bin noch nicht fertig mit Aufräumen. Und Juri, der spielt viel lieber mit Feli. Dort unten in unserem Bastelraum. Feli, willst du Fangen spielen? Fangen ist eine super Idee. Du wirst mich nur nicht kriegen. Wieder da, weg, wieder da, hey, weg, wieder da. Feli, Feli, okay. Besuch von Außerirdischen gibt es auch 2006 bei der beliebten Serie Pet Alien. Geistiger Fußpilz. Hoffentlich gehen Sie ans Telefon. Hallo? Hallo, Dinko? Hier ist Tommy. Tommy? Dinko, ich bin's. Tommy! Von der Erde! Tommy von der Erde hat sich verwandelt in ein Schalentier. In Pixmit werdet ihr mit euren Fotos selbst zu Hauptdarstellern einer Zeichentrickserie. Und zu guter Letzt natürlich das Geburtstagsjahr 2007. Der Kika feiert seinen 10. Geburtstag und alle feiern mit. Das ist